Die Psychologie der Zeugen Jehovas, Kapitel 10, der magische Aspekt. Es mag befremdlich klingen, die Organisation der Zeugen Jehovas mit Magie in Verbindung zu bringen. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass dem so ist, einerseits durch meine Erfahrung der angeblichen Besessenheit, andererseits habe ich Magie und deren Wirksamkeit in meiner Suche nach mir selbst persönlich erlebt und miterlebt. Beide Seiten der Magie, die sogenannte weiße und schwarze Magie. Der Durchschnittsmensch hat vor Magie an sich Angst, weil sehr viel Falschinformation im Umlauf ist. Aber an dieser Stelle kann ich beruhigen, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass über dieser Organisation ein Schattenwesen steht, das sich von der Abgabe an Eigenverantwortung, eigener Würde, eigener Autorität, der eigenen Macht und aller aufgegebenen Selbstliebe nährt. Und das ist wirklich reichlich. Das geht hin bis zur vollständigen Entseelung, dem Absaugen jeglicher wesensindividuellen Lebensenergie des Einzelnen. Auch hier kann es erst aus der Außenperspektive erkannt werden. Solange man in der Organisation ist, kann es nicht einmal vermutet werden. Magie ist die willentliche Beeinflussung von Umständen oder Bewusstseinszuständen, um ein bestimmtes Ergebnis zu zielen und das gegen den Willen dessen. Die sogenannte weiße Magie formt die Dinge für die Entfaltung und Freiheit des Lebens und zur Anhebung von Bewusstseinszuständen. Sie fördert wesenseigene Begabungen und wirkt in ihrem Wesen grundsätzlich lebensfördernd. Die gefürchtete schwarze Magie ist das Gegenstück. Sie lenkt die Dinge in hemmender Absicht und zur Trübung von Bewusstseinszuständen, damit Lebendiges ausgebeutet, klein und gefangen gehalten und in seinem ureigentlichen Dasein reduziert werden kann und wird. Schwarzmagische Taten unterdrücken wesenseigene Begabungen, stehlen Lebensenergie, manipulieren den freien Willen eines Wesens, sodass dieser entweder gar nicht merkt, was passiert, oder aber in der festen Überzeugung ist, es aktiv und bewusst selbst genau so zu wollen. Besonders Hineingeborene sind geprägt von Ausmerzung ihrer natürlichen Anlagen. Denn ausnahmslos alles an ihnen, was außerhalb des Bildes eines ergebenen, treuen und loyalen Diener Jehovas ist, wird radikal und bis in die 90er Jahre mit purer Gewalt ausgemerzt und ausgetrieben. Das Urvertrauen in sich selbst und ins Leben wird komplett zerstört und in einer Art verzerrt, die den Betreffenden zu einem unselbstständigen, in vieler Hinsicht willenlosen, jederzeit dienstbereiten macht. Ihm wird seine natürliche Selbstachtung genommen, denn jegliche Selbstachtung wird durch den Grad der Übereinstimmung mit dem Willen Jehovas definiert. Ebenso wird ihm seine natürliche Eigenmächtigkeit fast vollständig abgesprochen. Aber er wird sehr konkret dazu voll ermächtigt, alles auszuführen, was von Jehovas Organisation als Wille Jehovas definiert wird. Ein Hineingeborener wird in den Grundlagen seines Seins erschüttert und entwurzelt. Er sieht sich grundsätzlich als Opfer und seine Existenz als außerordentliche Güte Jehovas. Das Gefühl natürlicher Daseinsberechtigung ist ihm fremd. Bedingungsloser Gehorsam, genauso wie totale Selbstverleugnung, akzeptiert er früher oder später als normale Lebensart. Eigenverantwortlichkeit im Sinne davon, mit den Folgen der eigenen Handlungsweise kreativ umzugehen oder überhaupt umzugehen, kennt er nicht. Denn jede Schwierigkeit wird als Prüfung Gottes gesehen, anstatt als die Auswirkung des eigenen Handelns. Und schafft man selbst nicht, ein Problem zu lösen, Jehova wird schon zu seiner Zeit richten. Ausgenommen davon sind die Folgen von Vergehen oder Gesetzesübertretungen. Da wird fest darauf gepocht, dass man an diesem Dilemma selbst Schuld hat. Es gibt also keine spontanen Bauchentscheidungen.
Denn jede Entscheidung wird zuerst auf die Übereinstimmung mit den Maßstäben Jehovas respektive der Organisation geprüft. Es gibt Familien, die das wirklich extrem zelebrieren. Bevor die Schwester shoppen geht, berät sie sich mit ihrem Mann, inwieweit ihre Tat verschwendungssüchtig oder egoistisch ist. Oder ein Bruder, der eine kurzzeitige Ausbildung aus reinem Interesse in Betracht zieht, also ohne dass es beruflich erforderlich ist, berät sich mit anderen Brüdern oder sogar Ältesten, inwieweit dieser Wunsch eine Ablenkung vom Weg der Wahrheit darstellen könnte. Versäumt er dadurch einige Male die Versammlungszusammenkünfte, wenn die Ausbildung abends stattfindet, kommt sie sowieso eher nicht in Frage. Jegliches Bauchgefühl wird sehr bald abgetötet, die eigene Weisheit als fehlerhaft und verwerflich negiert. Individuelle Sicht und Erlebensweisen sind schwer möglich und oft auch nicht gewünscht. Hinterfragung von Doktrinen und Infragestellung von Lehren sowieso nicht. Ein kritisch eingestellter Hineingeborener wird in jedem Fall sehr bald mit unausgesprochenen Worten als bezeichnet gehandhabt, wird als potenziell Abtrünniger betrachtet und wird, wenn er damit nicht aufhört, als schädliches, faulendes Geschwür aus der Organisation entfernt, sprich ausgeschlossen. Oder er wird als Besessener gehandhabt, aus dem die bösen Dämonen ausgetrieben werden müssen, natürlich mit entsprechend umfassenden Prozedere. Was hier geschildert wird, ist keine Fiktion, es sind Tatsachen, persönlich miterlebte, beobachtete Begebenheiten, teilweise sogar selbst persönlich erlebt. Jeder Zeuge Jehovas und besonders Hineingeborene sieht sich in einer nie abzuzahlenden Schuld Jehova und Jesus Christus gegenüber. Gleich was getan wird, es ist immer zu wenig und jeder ist in jedem Augenblick völlig abhängig von der Gunst Jehovas, die eigentlich willkürlich ist. Ich habe mein eigenes Erleben und all die Beobachtungen, die ich in den 33 Jahren in der Organisation der Zeugen sammelte, im Lichte der Magie besehen und bin zu dem Schluss gekommen, die Organisation der Zeugen Jehovas ist eine höchst intelligent manipulierende und effizient seelenberaubende sowie lebenskraftstehlende Institution. Weder die Gesetze noch die Grundlehren dieser Organisation fördern wesenseigene Begabungen, fördern die individuelle Entfaltung oder die persönliche Freiheit unterschiedlicher Wesensqualitäten. Im Gegenteil. Alles Individuelle wird beschnitten, ausgemerzt, ausgetrieben. Jegliche Begabungen außerhalb von hingebungsvoller Loyalität, wie zum Beispiel übersinnliche Wahrnehmungen, die Fähigkeit der Wahrnehmung der Anderswelt oder Geisteswelt, wird abgetötet, verpönt, verurteilt, verdammt. Aber nicht nur die Eigenschaften, sondern gleich den ganzen Menschen dazu. Das ist definitiv nicht das Werk weißer Magie, die förderlich ist, die lebensförderlich ist, sondern Manipulation pur und gezielt eingesetzte schwarze Magie, meiner Ansicht nach. Es ist nicht mein Ziel, die Zeugen Jehovas zu verunglimpfen. Dieses Werk hier beschreibt mein persönliches, individuelles Erleben als Zeuge Jehovas. Es erzählt von meinen eigenen Erfahrungen und Schlussfolgerungen. Jeder möge sein Geburtsrecht voll ausschöpfen, nämlich sich selbst seine eigene Meinung zu bilden, unabhängig von jeglichem Wertungssystem, sowohl über das Gelesene als auch über die Organisation der Zeugen Jehovas selbst. Jeder Mensch ist ein göttliches Wesen oder Abbild Gottes, das steht sogar in der Bibel der Zeugen, und das bedeutet eigenständig, fähig zu eigenen, selbstständigen Entscheidungen, grundsätzlich in seinem Wesen wertvoll, nicht nur dann, wenn er brav das tut, was Jehova respektive die Organisation ihm vorgibt. Und jedes Wesen ist unbeschränkt daseinsberechtigt. Jeder Mensch hat das Recht, sich selbst zu ermächtigen, sein Leben so zu leben, dass er sich rundum wohlfühlt, echte Freude daran hat und Liebe für all jene auslebt, für die sein Herz Liebe empfindet, uneingeschränkt. Ein Hineingeborener wird wahrscheinlich niemals völlig frei sein von den tief
eingravierten Prägungen und erlebten Traumen. Es erfordert viel Arbeit im Sinn von Selbsterkenntnis, Selbsterforschung und die Befreiung von dem Schattenwesen, das auf subtilste Weise Lebensenergie entzieht, und es ist langwierig und oft auch mühsam. Doch es ist alle Anstrengung wert, denn das höchste Ziel des Menschen ist, wahrlich authentisch in allen Bereichen zu leben, ehrlich, aufrichtig und aus vollem Herzen heraus.